Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des FF7 Remakes. Weiter geht's. Letzte Folge haben wir Aeris wieder gefunden und auch befreit. Und die Moiren sind auch aufgetaucht und vom Neo-Midgar-Plan haben wir erfahren. Und Red 13 bzw. Nanaki haben wir auch getroffen. Also was will man mehr? Da geht's dahin. Das ist ein Ding. Kein Glück, hä? Dabei ist er voll lieb. Hä? Willst der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, liebe Stimme. Oh. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Mit einem Flinzel drin. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Hojo. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Ich will so weit mit ihm, ja. Mutter. Mutter. Ich bin gekommen. Nova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zu. Mein Rammstein-Song abspielen. Mutter. Gib mir Futter, Mutter. Einen Gegenstand rein haben. Geil. So. Hey, Reno. Wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern.
Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Oh. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Der Vizedirektor ist ja das Sohn. Cloud. Kapitel 17. Na endlich! Du bist wach! Ja, wieder Zeit, ne? Bist du okay? Na. Ja. Hauptsache die Frisur sitzt. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Da hat man es auch nochmal schön gesehen, hinten den Magnet, der das Schwert festhält eigentlich. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Nein. Mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Aeris. Es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn, wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Aeris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Aeris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barret, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten.
Sie suchen die heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Das Planeten, von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Ein Kätzchen. Als Aeris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Aeris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Aeris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Mäuren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Upsi. Endlich habe ich euch gefunden. Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Er war leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuieren. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Wir haben kein Zuhause mehr, vergiss es nicht. Gruppe beigetreten. Tifa und Aeris. Ist jetzt Shiva. Ist ja egal, okay. Ja, leider können wir Red Quartin hier noch nicht steuern, aber in Rebirth, und da bin ich schon gespannt, wie das
wie das laufen wird. Also, da bin ich echt neugierig. Wie der sich spielen lässt, wie das ist. Das ist doch dann ganz was anderes eigentlich. Bin echt neugierig. Also haben sie wieder runtergeschleppt, wie ich verstehe schon. Müssen wir da. Na. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Okay. Dann starten wir's. Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind alle leer. Dor. Mir schwant nichts Gutes. Ja, mir auch nicht. Wenn die leer sind, oder dann rennt das alles doch mal. Und wie? Na, mit Muskelkraft. Schön, das war ein Alien. Niemand ist schon wieder. Die haben das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir. Einsatz. Namenlose. Bis hier und nicht weiter. Tschüss. Bis hier und nicht weiter. Hab alles in Ordnung. Es ist auf. Gib mir fünf. Das war heiß! Wieso brennt denn sein Schwänzchen eigentlich? Deshalb habe ich ihm eigentlich immer gern die Materie Feuer gegeben. Und da ist man aber schon so einen brennenden Schwanz, oder? Einen glühenden Speer. Das ist wieder reiner. Hallo, Cloud. Hallo. Ich habe dich erwartet. Wie ich bereits ausgeführt habe, gehöre ich zwar zu Shinra, kämpfe insgeheim aber gegen den Konzern. Das leidenschaftliche Forschen wider jedwede Gefahr habe ich mir wohl bei Professor Hojo abgeschaut. Hojo. Ziel meiner Forschung ist es, mich von ihm loszulösen. Ich kann nicht viel verraten, nur dass es überaus schwierig ist. Nun bleibt mir nur noch mein eigenes Forschungsprojekt voranzutreiben. Es geht dabei um dich höchstpersönlich, Cloud. Wenn ich die verborgenen Kräfte in dir wecken kann, dann können wir Shinra und Hojo vielleicht vernichten. Darum bitte ich dich, mir weitere Kampfdaten zur Verfügung zu stellen. Deine Gegner werden fiktive Ungetüme und Waffen sein, die ich aus meinen Daten zusammengestellt habe. Wenn du bereit bist, dann begib dich bitte in diesen eigens konstruierten High-End-Kampfsimulator und stelle dich den virtuellen Schlachten. Gemeinsam werden wir Shinra trotzen. Mhm. Super. Lass die anderen mal drüben spazieren. Schön. Fahrstuhlmusik. Ja, lass mal drin stehen, in Schädli. Los. Stehen einfach. Rundherum geht die Welt unter. Oh. Schwarze Federn. Sind wir hier? In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Ja, gut. Genova.
Was ist das? Genova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sie alle. Ich hasse sie alle. Cloud? Bist das wirklich du? Ne? Vortrefflich! Wir wollen überhaupt kein Match für ihn, ne? Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Ich muss hier weg. Na, stell dir vor, ne? Was ist? So schön, du bleib gern hier. Versuchsbehälter. So komm ich rüber. Alter. Was liegt denn da drin? Das sind die ganzen Behältnisse. Aber warum ist da ja alles kaputt? Da kann er jetzt mit einem Hieb sowas angerichtet haben, oder? Das ist ja Ärger, dass das ist Zora von One Piece. Keine Chance. Bis hier und nicht weiter. Jetzt! Okay. Ja. Das Scheiß, der Gegner hat mich sogar getroffen, ohne dass es irgendwie geschnallt hat. Schon, dass wir da reinschauen können. Das wäre cool. Na super. Der noch. Ich helfe dir. Danke. Los geht's. Bis hier und nicht weiter. Genug. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Okay, jetzt haben wir über 8000 CP sind nochmal gestiegen. Cool. Ja, Nanaki ist halt einfach hier nie in der... Also, Entschuldigung, Red 13. Ist halt hier nie in der Gruppe drin. Also, kämpft vielleicht so mit, aber wir können nichts... Nichts machen mit ihm. Ausrüsten, nichts. Wie gesagt, es geht erst ab Reaper. Oh, Phönixfeder brauche ich. Was
etwas ist. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Super, kein Problem. Wallride. Fertig. Ich trug heute den Hebel, Meister. Das ist so putzig, Alter. Dann hüpf mal rüber. Ja, kurzes Päuschen. Sehr schön. Cool. So, Walze, Sektion 1 haben wir schon. Jetzt geht's ja zügig dahin. Kommt mir bloß nicht zu nah! Brauchst du Hilfe? Bist du dir sicher? Klar! Das war gar nicht richtig losgelegt! Versuch's! Es ist aus! Mach alles im Blick! Das ist hier unschwach! Tschüss, los! Versuch's! Genug! Probieren wir mal. Gibt's das was? Sturmwarnung! Wird's bald? Es ist aus! Versuch's da! Mit dir und Spaß! Genug! Ist das hier eine Monsterfabrik oder was? Ja, du kannst tatsächlich. Machen wir gleich nochmal. Die Mutti! Bei dir, alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Ja, dann ist ja gut. Keiner redet drüber, was da nur passiert ist? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aerith. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute! Ja, nice. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Ja gut, was wohl? Hinten war ja nix. Hinten hätten wir nicht viel was anfangen können, ne? Mafuria. Rein rüber. Wall Rides. Yeah. Wow, netter Wandlauf. Doch super. Sehr schön. Wartet dort, wir kommen jetzt zu euch runter. Na, wir kommen hoch. Da drüben scheint irgendwas zu sein. P.
PAS-Terminal, geil. Das ist ja normal PAS, das kannst du ja die tauschen. Ja, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Hojo. Hojo. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Supi. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an? Gruppe wechseln. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Das ist doch schön. Das ist schön. Das ist so schön vorne, dass ich sagen würde, wir werden hier mal sogar die Folge beenden. Und in der nächsten Folge dann ganz gemütlich weitermachen. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür einen Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Da war das PAS-Terminal. Wahrscheinlich müssen sie unten was machen. Das ist alles soweit in Ordnung. Hier haben wir noch einen Hebel. Kannst du bitte? Danke. Dann holen wir die Ruhe, wenn nichts ist drüben. Aris ist bestimmt schon mal vor. Sieh mal! Unten kommt man jetzt auch weiter! Ja, cool. Da können wir dann ja switchen. Sagen wir Cloud Bescheid. Ja, lass mir mal die Truhe aufmachen. Ja, cool. Dann müssen wir da immer hin und her tauschen. Ich kann mich schon erinnern. Gut, Freunde, dann haben wir es mit dieser Folge tatsächlich. Und mit Song in der nächsten geht's weiter. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.